zu einem ganz anderen Thema. Es geht weiter hier in der Tagesordnung des Bundestages mit einem Antrag der Grünen-Fraktion. Und die Grünen fordern eine Reduzierung von Pestiziden. Wir hören den ersten Redner von den Grünen, Harald Ebner. Kolleginnen und Kollegen, heute hat ja mal der Frühling kurz vorbeigeguckt. Und da denkt man doch gleich, jetzt brummt und summt dann gleich wieder draußen vor der Türe. Und nach den alarmierenden Zahlen aber aus den letzten Jahren hoffe ich doch sehr, dass er nicht noch stummer werden wird, als er ohnehin schon wurde. 75% weniger Insektenbiomasse, 50% weniger Vögel, die Hälfte der Wildbienenarten in Deutschland bestandsgefährdet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so kann es wirklich nicht weitergehen. Es geht darum, ob wir unsere Lebensgrundlagen nach und nach zerstören oder ob wir sie eben für unsere Enkelkinder erhalten. Wir haben jetzt schon Rückstände von Pestiziden im Wasser, die teuer herausgefiltert werden müssen, die dann auch als Rückstände ins Grundwasser gehen. Wir haben Unkräuter, die resistent geworden sind, die gar nicht mehr auf Herbizide reagieren. Und dass wir von hohen Pestizidmengen runterkommen müssen, erkennen immer mehr Menschen, auch in der konventionellen Agrarwirtschaft. Ich erinnere an die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft und ihre 10 Thesen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einige von Ihnen werden jetzt sagen, ja, aber ohne Pflanzenschutz geht es doch gar nicht. Ja, natürlich, da haben Sie ja recht. Ohne Pflanzenschutz geht es nicht, aber Pflanzenschutz ist halt ein System aus vielen Dingen, aus Fruchtfolge, aus Sortenwahl, aus Züchtung und Bodenbearbeitung, Bodenkultur. Und wer Pflanzenschutz auf chemisch-synthetische Helferlein reduziert, der hat ihn einfach nicht verstanden. Und die Bäuerinnen und Bauern, die wissen selber am besten, dass ein intaktes Ökosystem die Grundlage für ihr Wirtschaften ist, dass sie Bestäuber und Nützlinge brauchen. Und deshalb wollen wir sie beim wichtigen Prozess weg von immer mehr Pestiziden hin zu einem ganzheitlichen Pflanzenschutz unterstützen. Aber da hat die Große Koalition die letzten 4 Jahre leider nichts hinbekommen. Das ist leider so und das muss man so feststellen. Pestizide können niemals risikolos sein. Seit Jahrzehnten sehen wir immer wieder das, was ich Pestizidzyklus nenne. Wir sehen, dass die Zulassungsverfahren versagen und dass wir sie überholen müssen und reformieren müssen. Herstellerstudien erfassen die Risiken nicht umfassend. Zulassungsbehörden basieren ihre Entscheidung auf diesen Herstellerstudien. Nach Jahren des Großversuches am Ökosystem stellen wir fest, ups, es ist doch was passiert. Dann wird ein Wirkstoff vom Markt genommen und der nächste kommt schon wieder an die Reihe. Diesen Pestizidzyklus müssen wir endlich beenden. Liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, Sie haben in Ihrem Koalitionsvertragsentwurf ja auch davon gesprochen, den Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide wirksam zu reduzieren. Sie wollen angeblich ja auch sogar den Glyphosateinsatz schnellstmöglich und grundsätzlich beenden, obwohl der Herr Noch-Minister Schmidt ja gerade erst den greifbaren europäischen Glyphosatausstieg wirksam versenkt hat. Erst zündeln und sich dann fürs Löschen loben lassen, das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, Herr Schmidt. Aber es ist trotzdem gut, dass Sie das aufgeschrieben haben. Machen Sie das, lassen Sie es nicht bei warmen Worten bewenden, machen Sie Nägel mit Köpfen. Wir haben Ihnen eine Vorlage hier aufgeschrieben, wo die wesentlichen Punkte drinstehen, auch dass Glyphosat und Bienenkiller Neonicotinoide sofort vom Markt müssen und dass wir den Pflanzenschutz voranbringen müssen mit wirksamen Maßnahmen. Wer hier wirksam werden will, der muss Anreize schaffen, der muss Wissen schaffen, der muss auch die Umsetzung des Wissens fördern. Und deshalb meine ich, wir nehmen Sie beim Wort in Ihrem Koalitionsvertrag. Sie haben geschrieben, uns liegt der Schutz der Bienen besonders am Herzen. Unterstützen Sie unseren Antrag zum Wohl der Bienen. Dankeschön. Sagt Harald Ebner für die Bündnis Grünen. Und die Grünen fordern, den Pestizideinsatz in den nächsten 4 Jahren um 40% zu senken. So steht es zumindest im Antrag. Darüber wird jetzt debattiert. Der nächste, Hermann Färber für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man den Antrag der Grünen so liest, den Antrag zur
Reduktion von Pestiziden bekommt man den Eindruck, dass man eigentlich einfach nur Pflanzenschutzmittel weglassen muss oder am besten auf ökologische Landwirtschaft umstellen soll und dann wäre alles gut. In Wirklichkeit stehen aber traditionelle und ökologische Landwirtschaft im Bereich des Pflanzenschutzes vor gewissermaßen gleich großen Herausforderungen. Denn auch die ökologische Landwirtschaft kommt eben nicht ohne Gift aus. Zwar werden im Biolandbau keine synthetischen Stoffe eingesetzt, aber die Zulassung der Pestizidanwendungen im ökologischen Landbau in Deutschland umfasst immerhin 99 DIN A4-Seiten. Und es enthält Stoffe wie Mineralöle, Bakterienstämme, Viren, Mikroorganismen, Pflanzenextrakte, aber natürlich auch Chemikalien wie Kupfer. Und daran sieht man schon, dass der Begriff natürliche Gifte nicht automatisch auch harmlos und gesund bedeutet. Um den Pilzbefall auf den Reben beispielsweise zu vermeiden, müssen die Winzer, die Weinbauern im Ökolandbau Chemikalien, prophylaktische Lösungen mit Kupfersalzen spritzen. Kupfer ist aber ein Schwermetall, das sich im Boden sehr schnell anreichert und bereits in geringen Dosen höchst toxisch auf Mikroorganismen, auf Weichtiere und auch auf Kleinstlebewesen auswirkt. Die EU-Kommission würde Kupfer deswegen am liebsten verbieten. Das hätte jedoch verheerende Folgen, denn für den Ökolandbau gibt es keinen möglichen Ersatz. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Grünen? Ja, gerne. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident. Danke, Herr Kollege Ferber, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben jetzt sehr auf den Ökolandbau abgezielt. Und ich möchte Sie deshalb fragen, ob Sie mir zustimmen wollen, dass wir eigentlich jetzt an einem Zeitpunkt sind, wo es nicht mehr um gegenseitige Schuldzuweisungen geht, welche Landwirtschaft arbeitet besser oder schlechter, sondern dass wir Lösungen brauchen. Deshalb haben wir die aufgeschrieben. Und dass wir genau aus dem Grund, den Sie gerade benannt haben, weil wir durchaus im Weinbau auch ein Problem haben, mehr Investitionsmittel in die Forschung stecken müssen und dass das unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, das auch zu tun, dass wir nämlich genau hier die Alternativen anbieten möchten. Deshalb frage ich Sie nochmals, stimmen Sie mir zu, dass es jetzt darum geht, Lösungen zu erarbeiten und dass wir uns gemeinsam darum bemühen müssen? Ja, vielen Dank, lieber Herr Kollege Ebner. Wenn Sie mir noch ein bisschen zugehört hätten, dann wäre ich auf den Bereich noch gekommen, denn es geht in der Tat um eine Lösung für die Landwirtschaft insgesamt. Aber vielleicht lassen Sie mich meine Rede zu Ende bringen. Ich gehe eben auf Ihren Antrag ein. Ich weiß ja, dass Sie persönlich viele Dinge besser wissen, als es manchmal in den Anträgen so ersichtlich wird. Aber ich habe eben nur den Antrag, auf den ich jetzt eingehe, den haben Sie ja auch hier im Hause eingebracht. Ja, aber ich muss, ohne jetzt auf der Ökolandwirtschaft hier irgendwo herumtrampeln zu wollen, ich möchte einfach ein paar Dinge sagen. Zum Beispiel, es werden Pyrethrine verwendet. Sie werden aus Chrysanthemenarten gewonnen und sie werden auch im Bioanbau als Insektizide zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Doch sie wirken auf alle Insektenarten neurotoxisch, auch auf Nützlinge. Und was mich besonders an diesen Dingen stört, das ist, dass diese Chrysanthemen in Kenia, in Südamerika angebaut werden und eben nicht ökologisch angebaut werden, sondern mit Pestiziden, mit Organophosphaten geschützt werden. Das ist ein klassisches Beispiel, wie ein Problem nur ins Ausland verlagert wird. Wir können doch hier nicht sagen, wir arbeiten ökologisch, aber die Grundlagen, die Produktionsmittel dieser Ökologie, die machen wir in anderen Ländern alles andere als ökologisch. Ein weiteres Insektizid ist Spinosad. Es ist in die höchste Kategorie für Bienengifte einsortiert. Es wirkt toxisch auf Schmetterlinge und ist giftig für Algen, für Fische, sehr giftig für Wasserorganismen und ist in der ökologischen Landwirtschaft eingesetzt. Diese Beispiele zeigen, dass wir eben, lieber Herr Ebner, keinen Keil
zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft treiben, dürfen die stehen vor den gleichen Herausforderungen. Und ich bitte Sie alle hier im Hause, insbesondere natürlich auch Sie von den Grünen, dass wir wieder zu einer lösungsorientierten, aber insbesondere zu einer sachlichen Debatte zurückkehren müssen. Es ist wichtig und richtig, dass wir Pflanzenschutzmittel so sparsam wie möglich anwenden und dass wir bei der Ausbringung darauf achten, dass sie für Mensch und Natur möglichst unbedenklich sind. Was wir brauchen, ist mehr Forschung. Forschung für den integrierten Pflanzenschutz, Resistenzforschung, Forschung für den vorbeugenden, nicht chemischen Pflanzenschutz. Und wir brauchen insbesondere eine Ursachenforschung zum Rückgang des Insektenbestandes, weil, meine sehr geehrten Damen und Herren, die viel zitierte Krefelder Studie, die einzige Studie, die es gibt, zum Bestandsrückgang der Insekten, die sagt nämlich über die Ursache dieses angeblichen Rückgangs überhaupt gar nichts aus. Und deshalb muss hier dann auch die Ursache, die definitiv nicht nur monokausal ist, einfach auch erforscht worden. Diese Maßnahmen sind im Koalitionsvertrag vereinbart. Da heißt es unter anderem die Umsetzung einer Ackerbaustrategie für umwelt- und naturverträgliche Anwendungen, die Ergänzung dieser Ackerbaustrategie, ein Innovationsprogramm für digital-mechanische Methoden, für die Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, aber auch die Forschung intensivieren, um die Bandbreite innovativer, aber auch verfügbare Pflanzenschutzmittel zu sichern. Denn, meine Damen und Herren, die Resistenzen, die Sie vorher angesprochen haben, Herr Ebner, die werden ja nicht draußen produziert auf den Äckern. Da entstehen sie. Produziert werden sie in der Politik, weil immer weniger Wirkstoffe für die entsprechenden Problemfälle zur Verfügung stehen. Ein Aktionsprogramm Insektenschutz und der Aufbau eines Monitoringzentrums unter Einbeziehung des Bundesumwelt- und des Landwirtschaftsministeriums wird die Biodiversität stärken. Der Antrag der Grünen ist daher nicht nur unsachlich, unvollständig, sondern er ist obendrein auch völlig überflüssig. Herzlichen Dank. Hermann Färber war das für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, genauso jetzt wie die nächste Rednerin, allerdings für die SPD, Rita Hagel-Kehl. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vieles im Antrag der Grünen ist richtig und wichtig. Und genau deshalb haben wir diese Punkte auch in den Koalitionsverhandlungen bereits festgeschrieben. Gerade wenn es um Glyphosat geht, unser Lieblingsthema ja in den letzten 2 Jahren, kommt es mir manchmal vor. Bitte? Das weiß ich jetzt nicht, da bin ich nicht verantwortlich dafür. Also gerade wenn es um Glyphosat geht, haben wir festgeschrieben, dass wir eine systematische Minderungsstrategie entwickeln müssen und dass wir den Einsatz einschränken wollen und mit dem Ziel natürlich den schnellstmöglichen Ausstieg. Und schnellstmöglich heißt für uns natürlich, noch in dieser Legislaturperiode muss der Ausstieg vonstatten gehen. Wir sind leider nicht so, wie der Kollege Ebner vorhin gesagt hat, machen Sie sofort den Cut. Ich kann nur darauf verweisen, dass die Grünen ja auch immer sehr gern mit der Bahn fahren und das als ökologisches Fortbewegungsmittel sehen. Aber dann sprechen Sie vielleicht mal mit der Bundesbahn, was die sagen, wenn wir auf den ICE-Trassen auf der Stelle das Glyphosat verbieten. Also mal sehen, wie es dann weiterläuft. Den Weg dahin zu diesem Ausstieg haben wir festgelegt mit einer Ackerbaustrategie, die noch bis zur Mitte der Legislatur, und da ist gar nicht mehr so lange hin, entwickeln werden. Insgesamt muss in dieser Ackerbaustrategie die Reduktion von allen chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln erfolgen. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch Innovationsprogramme für digital-mechanische Methoden, weil wir müssen es ja irgendwo auch ersetzen. Und dafür wollen wir natürlich auch Fördermittel bereitstellen, weil ohne Geld bekommen wir natürlich diese Methoden auch nicht. Gleichzeitig, darauf wurde im Antrag der Grünen auch verwiesen, müssen die Zulassungsverfahren für Wirkstoffe und Pflanzenschutzmittel überdacht und verändert werden. Wir haben ja bereits Anmahnungen von der EU bekommen. Es stimmt, wir brauchen mehr Transparenz im Zulassungsverfahren, aber wir brauchen insbesondere mehr Personal bei den Behörden. Ich spreche hier ganz konsequent auch vom UBA. Wir brauchen
viel mehr Forschung. Ein Kollege hat es ja auch schon angesprochen. Dafür werden wir die Mittel bereitstellen und gerade auch die Forschung im ökologischen Bereich, damit wir ökologische Mittel haben, mit denen wir eben hier auch die Pflanzen bearbeiten können. Und dafür haben wir ja dieses Programm Böllen, das wir sehr stark verstärken werden, auch mit Geldmitteln. Also das werden wir sehr stark aufwerten und das, glaube ich, ist der richtige Weg, denn diese ökologischen Mittel sind nicht nur für die ökologische Landwirtschaft gedacht, sondern insbesondere auch für die konventionelle, denn auch hier können sie eingesetzt werden. Den nationalen Aktionsplan, der zurzeit leider noch wenig Ergebnisse gezeigt hat, müssen wir verstärken, die Anstrengungen darin und auch die Neonicotinoide, die wirklich ein großes Thema spielen. Die Grünen mahnen an, dass eben hier keine Ergebnisse gezeigt wurden, weil ja die Menge nicht verringert wurde durch das Verbot von bestimmten Stoffen. Nur, wenn man mit den Imkern spricht, dann sagen die schon, dass Ergebnisse da sind und dass es den Bienen wieder um einiges besser geht. Und ich glaube, da zeigt auch die Praxis. Die Imker, ja gut, auf der Grünen Woche waren sie zuletzt auch vertreten. Vielleicht hätte man es da treffen können. Auf die Biodiversität wird mein Kollege Carsten Träger noch genauer eingehen. Aber lassen Sie mich noch kurz auch auf eine Aussage, die jetzt in den letzten Tagen in der Presse kursiert hat, eingehen. Die Frau Glöckner, die ja als potenzielle Landwirtschaftsministerin gehandelt wird, hat hier gesagt, dass sie jetzt auch die konventionellen Pflanzenschutzmittel freigeben möchte für den Ökolandbau. Und ich muss ehrlich sagen, damit würde man den Ökolandbau ad absurdum führen. Und ich kann mir das wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, was sie sich bei dieser Aussage gedacht hat. Der Verbraucher kauft Bioprodukte. Nein, vermengen kann man das nicht, weil der Verbraucher kauft ja die Bioprodukte, weil er eben nicht die Pflanzenschutzmittelbehandlung möchte. Und darum ist das ein absoluter Blödsinn, wenn man sagt, man gibt es jetzt für die frei. Was wir brauchen, ist eigentlich, dass die konventionelle Landwirtschaft ökologischer wird und nicht umgekehrt, dass wir die ökologische Landwirtschaft mit solchen Maßnahmen auch noch kaputt machen, weil dann natürlich kein Absatz mehr vorhanden ist. Wir wollen, dass es umgekehrt der Fall ist, dass wirklich auch alles nachhaltiger und ökologischer im Sinne unserer Natur und unserer Menschen ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Rita Hagel-Kehl war das für die SPD-Fraktion. Und der nächste Redner kommt von der AfD-Fraktion. Das ist Stefan Protschka. Er ist Obmann im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft für die AfD. Ich habe die Ehre, Herr Präsident. Servus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Grüß Gott, liebe Gäste hier im Hohen Haus. Nachdem wir bereits im Dezember hitzig über das Breitbandherbizid Glyphosat debattiert haben, bereichern uns die Kollegen der Grünen Fraktion mit einem weiteren Ausfluss ihrer Selbstgerechtigkeit. Wie üblich ist die Angriffsfläche klar: Chemieunternehmen, Landwirte, Agrarunternehmen, alles dieselben bösen Truppen, die für 30 Silberlinge alles vom Singvogel bis zum Wasserfloh über den ökologischen Jordan gehen lässt. Was dagegen hilft, sind natürlich Verbote, Strafen, Sanktionen. Wir sind ja hier schließlich bei der Verbotspartei schlechthin, die es fertig bringt, im Antragstext die ersten drei Forderungen jeweils mit einer autoritären Wortwahl zu füllen, die jeden preußischen Hauptmann vor Neid erblassen lassen würde. Dabei will ich aber bei allen Spott, Entschuldigung, den Kollegen von links außen da gar nicht in Abrede stellen, die Krux des Ganzen wenigstens in Grundzügen verstanden zu haben. Das sollte man aber mittlerweile erwarten können, weil die Zeit bei der Regierungsbeteiligung von 1998 bis 2005 haben sie ja bei der Thematik mehrheitlich verschlafen, meine Damen und Herren. Aber zurück zum Thema. Mehr kauft man uns die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft wirklich allzu häufig mit dem Einsatz von Mitteln, deren Langzeitfolgen ungeklärt oder sogar als allgemein schädlich anerkannt sind. Aber ohne bedarfsgerechten Pestizideinsatz, was unsere Landwirte mit Sicherheit machen, ist aber im Moment eine wirtschaftliche Landwirtschaft, mit dem der Landwirt auch seine Familie ernähren kann, leider nicht möglich.
Und glücklicherweise garantiert uns aber bereits jetzt der moderne Maschineneinsatz, Stichwort Digitalisierung, da sollte man vielleicht mehr hineinsetzen, einen einmaligen Einsatz, einen minimalen Einsatz von Pestiziden bei gleichzeitiger Ertragssteigerung. Aber vor diesem Hintergrund scheint die steile These in Ihrem Antrag, 60% der eingesetzten Pestizide wären rausgeschmissenes Geld. Da stellt mir aber schon, glauben Sie, dass irgendein Landwirt, wenn das stimmen darf, was Sie behaupten, das Geld freiwillig aufs Feld ausschmeißen darf oder nicht einfach auf die Pestizide dann verzichten würde? Also ganz kann ich der Studie nicht glauben, weil Sie geben da keine Quelle an in Ihren Antrag. Ich brauche nicht nach Dänemark schreiben, dann schreiben Sie eine Studie rein, dann kann man es auch verstehen, aber einfach irgendwelche plumpen Behauptungen aufstellen und keine Belege hinterführen in den Antrag, dann kann man dafür nicht hören. Ihren Antrag fehlt ganz einfach an einem ganzheitlichen Konzept, wie Agrarpolitik neu gedacht werden muss und soll. Wer auf der einen Seite den deutschen Bauern dem gigantischen internationalen Marktdruck aussetzt, kann ihn aber auf der anderen Seite noch nicht die Fesseln anlegen, die ihm die Marktteilnahme definitiv unmöglich macht. Wir werden das Pferd jetzt von der richtigen Seite aufziehen. Lasst uns die deutsche Landwirtschaft endlich vor dem globalen Wettbewerbsdruck durch transnationale Freihandelsabkommen schützen. Wenn deutsche Bauern nicht mehr ihren Kollegen aus dem Ausland konkurrieren müssen, die häufig mit weniger Aufwand viel größere Flächen bewirtschaften können und auch weniger Kontrollen und Bürokratie unterliegen, dann können wir auch hier wieder über weitgehende Einschränkungen vom Pestizidgebrauch diskutieren, meine Damen und Herren. Aber wie so oft, am besten für Mensch und Umwelt ist eine kleinräumige, regionale und familiär geprägte Landwirtschaft. Den aktuell schon vorherrschenden Trend des Höfesterbens und der Flächenkonzentration durch derartige Vorhaben von den Grünen lehnen wir ab. Deutsche Agrarpolitik sollte sich an der Versorgungssicherheit des deutschen Volkes orientieren und nicht an einer planmäßigen Höfevernichtung durch internationalen Wettbewerbsdruck auf der einen und durch grün-linke Verbotspolitik auf der anderen Seite. Wir werden der Überweisung zum Ausschuss natürlich zustimmen und werden mitarbeiten, weil dann werden wir mit Sicherheit für Landwirte und für Verbraucher eine vernünftige Lösung finden und nicht nur eine grün-links-ideologische Lösung. Danke, meine Damen und Herren. Sagt Stefan Protschka für die AfD-Fraktion. Die Grüne hat hier den Antrag vorgelegt und fordert ja eine drastische Reduktion des Einsatzes von Pestiziden und verweist darauf, dass der Absatz von Pestiziden in Deutschland auf einem sehr hohen Stand ist, wenn man die letzten 10 Jahre betrachtet, auf dem höchsten. Carina Konrad jetzt für die FDP-Fraktion. Meine Meinung, Ihre Überschrift ist falsch, aus zweierlei Gründen. Erstens, Sie schreiben Reduzierung, meinen aber am Ende Ihres Antrags doch wieder nur das Verbot von Pflanzenschutzmitteln. Und Sie merken es schon, das ist mein Punkt 2. Ich rede nicht von Pestiziden, ich rede von Pflanzenschutzmitteln. Und sie heißen auch so, denn Pflanzenschutzmittel ist, wie der Name schon sagt, die dienen dem Schutz unserer Kulturpflanzen. Sie sollen ihre Gesundheit erhalten und ihre Vernichtung durch Krankheiten und Schädlinge verhindern. Das gilt aber im Übrigen sowohl im konventionellen wie auch im ökologischen Landbau. Sie sagen, ja, Sie sprechen es gerade an, vielen Dank, dass Sie mir den Hinweis geben, die Mottenkiste trägt auch hervor, dass Ihr Antrag in regelmäßigen Abständen in diesem Plenum vorgeführt wird. Und das wird diesem Thema nicht gerecht. Ich möchte Sie da ein bisschen mehr um Fairness bitten. Die berechtigten Interessen für nachhaltige Produktion, Biodiversität, Gewässer- und Umweltschutz auf der einen Seite sind genauso berechtigt wie das Interesse der Landwirte auf der anderen Seite, die schließlich von ihrer Händearbeit leben müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Jahr 2016 ist die Weltbevölkerung um 83 Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Künast? Sehr gerne. Renate Künast fragt für die Grünen. Danke, Frau Kollegin. Sie haben ja gerade über die berechtigten Interessen geredet. Also
deshalb muss ich Sie mal fragen, wie gehen Sie eigentlich mit dem Recht auf Gesundheit um, dass wir alle die Pflicht haben, Politik hat die Verpflichtung, das haben wir international unterschrieben, zum Beispiel auch in der Kinderkonvention, dass wir uns alle darum bemühen werden, eine Lebenssituation zu schaffen, die Kinder bestmöglich gesund hält. Und es ist rechtlich gesehen kein Recht, das man abwägen kann. Wie passt das in Ihr System, das Sie jetzt gegenüberstellen, an jetzt allgemein formuliert berechtigte Interessen der Konsumenten zu berechtigten Interessen der Landwirte? Zweiter Teil meiner Frage, ist Ihnen aufgefallen, dass es auch das berechtigte Interesse der Landwirte auf Gesundheit gibt? Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass die Verwendung von Anwendung von Glyphosat Krebs auslöst. Zum Beispiel gibt es in Kalifornien eine große Gruppe von Landwirten, die dieses Hodgkin-Syndrom haben und klagen und sagen an der Stelle, dass es ausgelöst wurde durch Glyphosat. Großes Gerichtsverfahren, das da läuft. Und ich glaube, an der Stelle wird Monsanto, gehe ich mal von aus, wahrscheinlich verlieren. Also wo ist bei Ihrer These die Gesundheit der Landwirte? Frau Künast, zu Ihrer ersten These stelle ich mal die Gegenfrage. Sind Sie der Meinung, dass wir in Deutschland keine hochwertigen Nahrungsmittel erzeugen? Ich behaupte, wir erzeugen hier in Deutschland die hochwertigsten Nahrungsmittel weltweit. Und zu Ihrer zweiten These sage ich Ihnen, ich kenne Ihre Referenzstudie nicht. Wir können ja gerne mal über Ihre Referenzstudie sehen. Aber wenn ich den Verlauf Ihrer Studien sehe, die Sie immer für sich in Anspruch nehmen, Sie und Ihre Kollegen, da muss man doch feststellen, dass Sie sich immer nur die Peaks der Kurven herausgreifen und nie die ganzen Kurven begutachten und fachlich korrekt bewerten. Ich hoffe, ich konnte damit Ihre Frage beantworten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Verantwortung zu übernehmen heißt, dass auch die Ressource Boden so effizient wie möglich genutzt werden muss. Wir können es uns schlicht nicht leisten, in Zeiten dieser wachsenden Weltbevölkerung Ressourcen zu verschwenden, indem wir unsere Kulturpflanzen nicht vor dem schützen, was sie bedroht. Das gewährleistet flächendeckend eine Versorgung mit gesunden Nahrungsmitteln. Ich möchte sachlich und fachlich mit Ihnen debattieren. Und die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln und der Einsatz von alternativen Pflanzenschutzmitteln, das liegt im ureigensten Interesse der Landwirte und wird übrigens bereits praktiziert. Herr Ebner, ich erinnere nur an das Beispiel des Einsatzes der Schlupfwespe gegen den Maiszünsler. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seien Sie sich bewusst, mit jedem Verbot, jedem Gesetz, jeder Verordnung, was Sie sich hier aus diesem warmen, trockenen Parlament heraus wünschen, schließen sich da draußen in Deutschland Hoftore für immer. Das sind Landwirte, die hören auf und fangen nie wieder an. Abgeordnete in diesem Parlament sind keine Landwirte. Die Aufgabe von Abgeordneten ist es nicht, Ackerbau zu betreiben, sondern unsere Aufgabe hier ist es, vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu gehört für mich die Förderung und die Forschung und die Entwicklung. Zum Beispiel können moderne Pflanzenschutzspritzen in Zukunft mit Sensortechnik punktgenau applizieren. Da werden enorme Mitteleinsparungen möglich. Das setzt aber voraus, dass man hier tätig wird und flächendeckend den Breitbandausbau und den Netzausbau vorantreibt. Aber vor allem, und da geht jetzt mein Appell an die Bundesregierung, muss der Knoten bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln gelöst werden. Die EU-Kommission gibt eine Frist von 120 Tagen vor. Hier in Deutschland braucht es im Schnitt, und jetzt halten Sie sich fest, mehr als 732 Tage bis zur Zulassung. Und die Zahl der Mittel, die fristgerecht zugelassen werden, die liegt bei null. Das ist ein Skandal und das gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe hier in Deutschland. Deshalb mein Appell zum Schluss. Beschleunigen Sie die Zulassungsverfahren, verzichten Sie auf nationale Zusatzkriterien und erkennen Sie die Zulassungen anderer Mitgliedstaaten der sogenannten mittleren Zone ohne Vorbehalt an. Denn, Herr Ebner, mir liegt die Zukunft der Landwirtschaft am Herzen. Und ich möchte, dass auch in Zukunft hier in Deutschland Landwirtschaft betrieben wird und das nachhaltig. Vielen Dank. Carina Konrad war das für die FDP-Fraktion. Nächste Rednerin, die Abgeordnete Amira Mohamed Ali. Sie ist die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der Linken. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste.
Wir sprechen hier heute über die Forderung, den Gebrauch von Pestiziden zu reduzieren. Wir sprechen über eine tickende Zeitbombe, über die Vernichtung der Natur, über Gesundheitsgefährdung. Und wir sprechen darüber, dass die Regierungsparteien in den letzten Jahren immer wieder vor der Agrarindustrie eingeknickt sind und nichts gegen die Vergiftung unserer Böden unternommen haben. Und als Linke sagen wir, damit muss endlich Schluss sein. Wir brauchen die Agrarwende, und zwar nicht irgendwann, wir brauchen sie jetzt. Die Linke hält es für dringend geboten, den Einsatz von Pestiziden deutlich zu reduzieren, insbesondere den Gebrauch des Pflanzengiftes Glyphosat und der Neonicotinoide, der sogenannten Bienenkiller. Denn Pestizide, die unterscheiden nicht zwischen Nützlingen und Schädlingen. Seit 1989 sind ca. 80% unserer Insekten gestorben. An dieser Stelle schreien die Lobbyisten der Agrarindustrie in der Regel entsetzt auf und sagen, das ist ja gar nicht nachgewiesen, es sind ja ganz viele Ursachen, und das muss man erstmal in Ruhe untersuchen, bevor man handelt. Und ich möchte es einmal in aller Deutlichkeit sagen, das sind Nebelkerzen, mit denen die Öffentlichkeit für dumm verkauft werden soll. Es gibt keine seriöse Studie, die den Zusammenhang zwischen dem Pestizidgebrauch und dem Insektensterben abstreitet. Und immer, natürlich sind es immer mehrere Faktoren, die ein System irgendwann zum Kippen bringen. Aber das ist doch kein Grund, an den Ursachen, auf die wir unmittelbar Einfluss nehmen können, dass wir die nicht abschalten. Kolleginnen und Kollegen, es geht übrigens nicht nur um den unmessbaren Schaden am Ökosystem, also für die Welt, in der wir leben, durch den Verlust unserer Bienen, unserer Hummeln, der Schmetterlinge, der Nachtfalter, all der anderen Insekten. Mit dem Verlust der Bienen, aller bestäubenden Insekten, verlieren wir auch unsere Unabhängigkeit. Wissen Sie, ich bin Rechtsanwältin, und es gibt da so einen Spruch, und der lautet: Ein Anwalt arbeitet so manches Mal vergebens, aber niemals umsonst. Und bei den Bienen ist es genau andersrum. Denn die Bienen arbeiten immer nützlich. Und sie machen es vor allen Dingen umsonst. Es ist kostenlos für alle. Wenn die Bienen weiter sterben, dann müssen wir diese Dienstleistung teuer einkaufen. In China werden die Felder bereits manuell bestäubt. Heerscharen von Arbeitern schwärmen aus und bestäuben per Hand. In den USA gibt es sogenannte Wanderimkereien. Das klingt so niedlich, aber das ist ein Millionengeschäft. Riesige Trucks voller Bienenstöcke fahren Tausende von Kilometern durch das Land, von Feld zu Feld, gegen Cash, weil es nicht anders geht. Meine Damen und Herren von Union und SPD, von der FDP und auch von der AfD, wollen Sie das? Ich finde, das ist ein furchtbares Szenario. Die Linke will nicht, dass es in Deutschland so kommt. Wir fordern Sie auf, handeln Sie. Ein weiterer Faktor für das Insektensterben ist übrigens die steigende Zahl der Monokulturen. Monokulturen zerstören Lebensräume für die Insekten und damit auch die natürlichen Fressfeinde. Es treten vermehrt Schädlinge auf. Die vielen Pestizide werden also auch wegen der Monokulturen gebraucht. Das ist ein kranker Kreislauf. Und mit diesem kranken Kreislauf fahren Pestizidgroßhändler wie Monsanto ungestört ihre Milliardengewinne ein. Es sind aktuell 6 Konzerne, die den Markt kontrollieren, den von Pestiziden und vom Saatgut. Die Unternehmen verkaufen beides, erst die Pestizide und dann das passende Saatgut, das diese Pestizide überlebt. Und man muss Jahr für Jahr neues Saatgut kaufen. So werden die Bauern in die totale Abhängigkeit getrieben. Es ist ein Milliardengeschäft auf Kosten der Menschen, auf Kosten der Natur, auf Kosten unseres gesamten Ökosystems. Und wir müssen uns aus diesem Würgegriff der Giftmischer endlich befreien. Die Linke fordert die Regierung auf, nicht länger vor den Konzerninteressen in die Knie zu gehen. Wir brauchen endlich eine Politik für die Bauern, für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen und für die Gesundheit der Menschen. Wir brauchen die Agrarwende, und die Pestizide einzudämmen wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank. Liebe Kollegin, ich bin sicher, dass Ihre Rede weder umsonst noch vergebens war. Als nächster Redner hat der Kollege Arthur Auernhammer von der CDU-CSU das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Viele Reden hier im Deutschen Haus sind nicht umsonst. Und ob sie kostspielig werden für unsere Nation, das zeigt sich immer hinterher. Und meine sehr verehrten Damen und Herren,
Diskussionen um die Landwirtschaft hier im Deutschen Bundestag sind immer von starken Emotionen begleitet. Das war in der letzten Periode so. Das ist auch in dieser Periode so, merke ich. Und in diesem Bundestag wird oft darüber diskutiert, über die Rolle vom Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Und da zitiere ich gerade mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, den Kollegen Ebner vom 23. März 2017 hier im Deutschen Bundestag. Solange es keine Alternativen gibt, fordern wir die Bundesregierung auf, sich bei der EU konsequent für die Prüfung einer zeitlichen und mengenmäßig begrenzten Zulassung von Kaliumphosphonat im Öko-Weinbau einzusetzen. Jetzt muss man natürlich wissen, dieses Produkt, dieses Präparat ist ein Pflanzenschutzmittel, eigentlich ein Pestizid in Ihrer Sprichweise. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns etwas mehr abrüsten und mehr an der Sache orientiert diskutieren hier im Deutschen Bundestag. Und so muss es auch unser aller Interesse sein, dass wir die Leistungen der deutschen Landwirtschaft, und die deutsche Landwirtschaft diskutiert längst nicht mehr, soll ich konventionell oder öko produzieren. Diese Entscheidung trifft jeder Betriebsleiter für sich, für seine persönlichen Rahmenbedingungen und nicht über politische Diskussionen. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir die Rahmenbedingungen der gesamten Landwirtschaft verbessern. Und dazu gehört auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln dazu. Die deutsche Landwirtschaft und die Weltlandwirtschaft hat eine große Herausforderung vor sich. Die Weltbevölkerung hat sich seit 1950 verdreifacht und sie wird sich weiterhin rasant entwickeln. Die landwirtschaftliche Nutzfläche wird ständig weniger auf der Welt. Und das ist unsere Aufgabe, sie mit modernen Methoden, mit modernen Technologien dazu zu bringen, dass die Landwirtschaft in der Lage ist, die Weltbevölkerung auch zu ernähren. Und das auch im Einklang mit der Umwelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und gerade wenn es um die Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft und wir es reden hier in erster Linie der deutschen Landwirtschaft geht, müssen wir immer auch den Fokus haben, wie sind wir im internationalen Vergleich? Welche Auflagen machen wir unserer deutschen Landwirtschaft im internationalen Vergleich? Und welche Rahmenbedingungen geben wir ihnen? Und da hilft es wenig, dass wir einseitig jetzt gegen eine konventionelle Landwirtschaft hier im Deutschen Bundestag wettern, sondern da hilft es wirklich dazu beizutragen, dass wir gemeinsam um die beste Lösung ringen und hier diskutieren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, eine große Herausforderung für unsere Landwirtschaft ist das gesamte Thema der Digitalisierung. Es ist eine Herausforderung und eine Chance. Und sie wird uns auch in der Pflanzenproduktion, in der Tierproduktion dahin kommen, dass wir effektiver, dass wir effizienter, moderner und zielorientierter und vor allem auch umweltfreundlicher produzieren können. Wir haben hier schon viel diskutiert über das Thema Glyphosat. Warum ist Glyphosat so in Verruf gekommen? Weil es flächenweise eingesetzt worden ist. Heute gibt es moderne Technologien, wo mir der Satellit sagt, auf welcher Stelle auf dem Feld die sogenannte gemeine Quecke zum Beispiel steht und ich dann mit dem Pflanzenschutzgerät ausfahre und das Pflanzenschutzgerät bekämpft einzeln die Pflanze so, wie es eigentlich nur notwendig ist. Das ist die große Chance, die wir haben mit einer Digitalisierung in der Landwirtschaft und dieses gemeinsam auf den Weg zu bringen, dieses gemeinsam hier im Deutschen Bundestag auch zu begleiten. Ich glaube, das ist unsere aller Aufgabe. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Arthur Auernhammer war das für die CDU-CSU-Fraktion. Sie ist im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Jetzt als nächste Rednerin aufgerufen, Frauke Petri, die als fraktionslose Abgeordnete hier im Bundestag sitzt. Sie hat immer einen etwas längeren Weg zum Rednerpult, weil die beiden fraktionslosen Abgeordneten in den letzten Reihen hier im Plenarsaal sitzen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, 40% Reduktion Pflanzenschutzmittel oder im grünen Sprech Pestizide klingt toll. Das ist ungefähr so, als würden Sie den Bauern erklären, dass man mal eben die Behandlung, sagen wir, mit Antibiotika auch mal eben um ein paar Tage reduzieren kann, um die gleiche Wirkung zu erreichen. Das ist unwissenschaftlich par excellence, liebe Grüne, und einem Antrag in diesem Hohen Haus einfach unwürdig.
Anstelle einer ernsthaften und niveauvollen Auseinandersetzung mit Pflanzenschutzmitteln, in der Tat, die auch immer Nebenwirkungen haben wie jedes Medikament, setzen Sie darauf, dass die Bürger auf Angst und Panikmache hereinfallen und genauso wenig von chemischen Formeln zu verstehen scheinen wie Sie. Das ist schade. Und in der Tat kommt die moderne Landwirtschaft, insbesondere Ihre Klientel, liebe Linke, diejenigen, die nämlich wenig Geld haben und billige Produkte einkaufen müssen, ohne Pflanzenschutzmittel einfach nicht aus. Und es wäre schön, es wäre anders, aber wir leben nun einmal in der Realität. Und deswegen sollten Sie zur Kenntnis nehmen, dass große Teile der Bürger kein Problem damit haben, konventionell erzeugte Produkte zu kaufen und dass die allermeisten Bürger leider in der Tat gar nicht die Wahl haben, ob sie billig oder teuer kaufen. Insofern sollten Sie vielleicht eher Ihren Antrag umformulieren. Es geht nicht per se um die Menge und weniger wäre immer schön, da bin ich auch ganz ehrlich. In der Tat, die Bauern sind vielleicht an der Stelle sehr viel mehr die Experten als wir. In der Tat geht es mehr um die Art der Anwendung. Und so müsste Ihr Antrag viel besser folgenderweise lauten: Überprüfung der Zulassungsverfahren und Entwicklung der Anwendungsbestimmungen für Pflanzenschutzmittel. Sie wollen aber gar nicht überprüfen, Sie wollen einfach pauschal reduzieren. Meine Damen und Herren von den Grünen, vielleicht sind Sie im Ausschuss bereit, Ihren Antrag professionell nachzurüsten, den Bauern und der Umwelt zuliebe. Frau Köpetri war das als fraktionslose Abgeordnete hier in dieser Debatte zu diesem grünen Antrag, der nach der Debatte dann in die Ausschüsse überwiesen wird. Aber zwei Redner gibt es noch. Carsten Dräger jetzt für die SPD. Was uns eint, ist das Ziel: Pestizide reduzieren, weniger Pflanzenschutzmittel auf Äckern und Tellern und nicht mehr. Das wollen wir alle. Wir alle, vielleicht abgesehen von den Unternehmen, die das Zeug herstellen, und den entsprechenden Lobbyisten, von denen vielleicht auch einige hier sitzen und, wie ich gerade feststelle, wohl auch abgesehen von Frau Köpetri. Ein weniger an Pestiziden in der Fläche und die Schärfung pestizidfreier Räume, das wollen wir doch alle. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wollen sicherstellen, dass Auswirkungen auf die biologische Vielfalt im Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln in Europa entscheidungsrelevant berücksichtigt werden. Auch hier meine Zustimmung. Ich erlaube mir aber den Hinweis, das ist bereits geltendes EU-Recht, das wird bereits so praktiziert. Und dennoch, der Antrag der Grünen geht in die richtige Richtung, denn selbstverständlich haben Pestizide gravierende Auswirkungen auf die Umwelt. In der Debatte um Glyphosat, diese Debatte hat sich fast immer um das Thema Krebserregung, ja oder nein, gedreht. Und auch zu Recht, ganz ausdrücklich. Aber leider ist dabei eigentlich ein genauso wichtiger Punkt ein bisschen untergegangen. Und das ist die Tatsache, dass Glyphosat als ein Totalherbizid flächendeckend alle Gräser, alle Kräuter tötet, alles bis eben auf die resistente Nutzpflanze. Und so wird nicht nur die Pflanzenvielfalt stark reduziert, auch Insekten und Vögeln wird die Nahrungsgrundlage entzogen. Und so können an diesen Stellen ganze Nahrungsketten zusammenbrechen. Das Bundesamt für Naturschutz hat gerade wieder auf diese gravierenden Risiken hingewiesen für die biologische Vielfalt. Und es hat empfohlen, die Anwendung so schnell wie möglich zu beenden. Da kann ich mich nur anschließen. Glyphosat muss von Äckern und Tellern verschwinden. Und ich freue mich, dass wir hier auf einem guten Weg zu einem Verbot sind und bedanke mich ausdrücklich bei Barbara Hendricks dafür, dass sie das so hervorragend im Koalitionsvertrag verhandelt hat. Vielen Dank. Überhaupt ist das Thema Pflanzenschutzmittel reduzieren und Artenvielfalt bewahren bei der SPD gut aufgehoben. Wir haben den Schutz der biologischen Vielfalt zur Querschnittsaufgabe gemacht und wir werden die Umsetzung der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt vorantreiben. Wir haben da viel vor. Und wir haben viel Konkretes im Koalitionsvertrag formuliert. Und zu Recht gab es Lob der Umweltverbände für unsere Vorhaben. Ich nenne die Fortführung der Bundesprogramme Biologische Vielfalt, Nationales Naturerbe, Blaues Band und neu auch das Aktionsprogramm Insektenschutz. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich muss man für den Schutz der Natur auch Geld in die Hand nehmen. Und ich möchte hier mehr Mittel für den Naturschutz im Bundeshaushalt, auch mehr Mittel in der EU und einen eigenständigen EU-Naturschutzfonds. Lassen Sie uns gemeinsam an dem Ziel der Reduktion von Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln arbeiten. Vielen Dank.
Carsten Dräger, der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion und der letzte Redner hier zu diesem Tagesordnungspunkt, zu dem Antrag der Grünen, wird sein Klaus-Peter Schulze für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin ja dafür bekannt, dass ich versuche, sachlich in die Diskussion zu gehen. Und deshalb, lieber Kollege Ebner, muss ich Ihren Diskussionseinstieg, den Sie dazu benutzt haben, zu behaupten, dass wir 50% weniger Vögel in Deutschland haben, mal korrigieren. Richtig ist, dass die Gruppe der Agrarvögel deutlich zurückgegangen ist. Aber andere Gruppen haben zugenommen, und das ist nicht darauf zurückzuführen, dass es nur der Pflanzenschutzmitteleinsatz ist. Da müssen wir mal zu unseren südeuropäischen EU-Partnern gucken, die zu Hunderttausenden, ja Millionen jedes Jahr Vögel abschießen, obwohl sie unter Schutz stehen. Und über die Netzanlagen in Nordafrika möchte ich auch nicht reden. Und unsere veränderte Landnutzung, das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Wie hat sich denn der Herbizideinsatz beispielsweise in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Im Jahr 1950 sind pro Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche 1,5 Kilogramm Herbizide eingesetzt worden. Im vergangenen Jahr waren es 10 Gramm je Hektar. Das ist eine positive Entwicklung, die ist aber noch nicht ausreichend. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle im Klaren. Auch beim Thema Wald. In den letzten 2 Jahren sind etwa 0,15% der Gesamtwaldfläche in Deutschland mit Pflanzenschutzmitteln behandelt worden. Und das sind also Zahlen, die man in der Diskussion auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Die Kollegin Konrad von der FDP hat das Thema Zulassungen angesprochen. Und hier sehe ich einen ganz entscheidenden Punkt. Die Zahlen, die mir zur Verfügung stehen, sind andere. Ich habe gehört, es sind 639 Tage durchschnittliche Bearbeitungszeit, und der Spitzenreiter sind bei einer Vorgabe von 120 Tagen 1677 Tage, und es liegt nach wie vor keine Zulassung vor. Meine Herr Schulze, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ebner? Gern. Bitte sehr. Und Harald Ebner noch mal für die Grünen. Danke, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben gerade in Gramm Wirkstoff pro Hektar gesprochen und dass diese Anwendungsmenge zurückgegangen ist. Ist so. Da möchte ich Sie 2 Dinge fragen. Wie erklären Sie sich denn dann, dass die absoluten Absatzzahlen, die verkauften Wirkstoffmengen in Tonnen, seit 1970 sich verdoppelt haben und seit 1995 um 50% angestiegen sind? Wie erklären Sie das, dass wir damals 20.000 Tonnen hatten, 1995 35.000 Tonnen und 2015 48.000 Tonnen? Die Ackerfläche, Herr Kollege, ist in der Zeit ganz bestimmt nicht gewachsen. Und kaufen tut es auch keiner, um es im Keller im Regal zu lagern. Also das müssen Sie erst mal auflösen, da möchte ich Sie drum bitten. Und zweitens möchte ich Sie auch fragen, ob Sie anerkennen, dass beispielsweise Wirkstoffe wie Neonicotinoide eine mehrhundertfache Toxizität haben als damals DDT oder Lindan. Und wenn diese Wirkstoffe nach wie vor in der gleichen Menge ausgebracht würden, wir eine richtige Katastrophe draußen zu vergewärtigen hätten. Also dass wir da nicht zufrieden sein können, wenn die Wirkstoffmenge gleich bleibt bei einer mehrhundertfachen Toxizität. Also wenn Sie jetzt die Neos mit dem DDT vergleichen, da glaube ich, war die Entscheidung, DDT rauszunehmen als Pflanzenschutzmittel, richtig. Und was wir bei den Neos auch Handlungsbedarf haben, das streitet ja gar keiner ab. Die Zahlen, die ich genannt habe mit den Wirkstoffen, mir sind Zahlen bekannt, dass wir in den letzten 5 Jahren etwa 32.000 Tonnen Wirkstoffe in Deutschland eingesetzt haben. Das sind meine Zahlen, die mir zur Verfügung stehen. Wir können uns gerne hinterher austauschen, wo Sie Ihre Zahlen her haben, und dann vergleiche ich das nochmal. Danke. Aber jetzt setze ich wieder an der Stelle ein, wo ich stehen geblieben bin, das Thema Zulassung. Und hier bekommen wir mit dem Brexit das nächste Problem. In Großbritannien werden eine ganze Reihe von Pflanzenschutzmitteln zugelassen.
Wenn Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU ist, wird sich die Zulassungsanträge auf andere Länder und wahrscheinlich vornehmlich auf Deutschland übertragen. Und deshalb müssen wir auf der Strecke unbedingt etwas tun. Ich bin für folgende konkrete Maßnahmen. Erstens eine externe Bewertung der Verfahrensabläufe und deren Optimierung in die beteiligten Behörden. Zweitens eine entsprechende Aufstockung des Personals. Darüber haben wir uns auch im Koalitionsvertrag geeinigt. Und drittens eine höhere Harmonisierung der Antragsbearbeitung zwischen den einzelnen europäischen Ländern. Die Grünen fordern in ihrem Antrag, dass das Thema neue Sorten, bessere Sorten vorangebracht werden soll. Damit stelle ich mich sehr einverstanden. Wir werden ja nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zu dem Thema CRISPR-Cas sicherlich uns hier auch unterhalten müssen. Und wenn wir diese Form in diese neue Züchtungsform einsetzen können, da bin ich mir ganz sicher, dass wir schnell effiziente Sorten züchten, um später den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Klaus-Peter Schulze war das für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, die Vorlage der Grünen, die wird hier in die zuständigen Bundestagsausschüsse überwiesen. Die Debatte zeigte, dass es über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln doch sehr unterschiedliche Argumente gibt. Natürlich auf der einen Seite die Argumentation, was passiert mit Umwelt und Mensch durch den hohen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Der Einsatz in Deutschland ist gestiegen in den letzten 10 Jahren. Und auf der anderen Seite, was bedeutet es aber auch für die Pflanzen, für die Landwirtschaft, für Höfe, wie und welcher Einsatz von Pestiziden ist sinnvoll und wo kann reduziert werden. Und der Bundestagsvizepräsident in der Tat, der hat jetzt die Vorlage an die Ausschüsse überwiesen. Ja.